Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute ist Donnerstag, der 20. Oktober 2016. Und als Thema haben wir uns heute vorgenommen, kultureller Wandel durch Zuwanderung, Konflikte, Ängste, Chancen. Sie wissen, dass kaum ein Thema wird so aufgeregt, so heftig, so emotional, so heiß, so aggressiv, auch so gehässig diskutiert, und zwar seltsamerweise im privaten Kreis gleichermaßen wie in der Politik, im eigenen Wohnzimmer gleichermaßen wie im Internet. Und kaum ein Thema polarisiert dermaßen mit gegensätzlichen, unversöhnlich scheinenden Standpunkten wie das Thema Zuwanderung. Und damit verbunden die Frage, was Zuwanderung für uns, für unsere Gesellschaft bedeutet. Ob und wie wir die Integration schaffen. Ist Zuwanderung eine Chance, eine Bereicherung oder eine Gefahr? Führt Zuwanderung zu einer Überfremdung, zu massiven Kulturkonflikten? Bedrohen Menschen unterschiedlicher Herkunft mit unterschiedlichen Wertesystemen unsere Kultur? Kommt es durch Flüchtlinge zu einer gesellschaftlich-kulturellen Veränderung, die wir gar nicht wollen? Bei diesen Fragen spielen Ängste eine entscheidende Rolle, vor allem Ängste vor Veränderung, Ängste vor drohendem Verlust, Ängste vor sozialem Abstieg. Diese Ängste müssen ernst genommen werden und man darf sie nicht einfach als Fremdenfeindlichkeit abstempeln. Neben Ängsten spielen auch Vorurteile eine Rolle, fehlendes Wissen, Verschwörungstheorien. Und all das wird von Boulevardmedien und von manchen politischen Gruppierungen auch noch gezielt angeheizt und gesteigert. Es kommt zu einer Barbarisierung des Tons, hat Konrad Paul Dissmann einmal gesagt. Es wird Stimmung gemacht, eine fremdenfeindliche Stimmung. Die Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hemmerle schrieb gestern in ihrem Kommentar in den Vorarlberger Nachrichten, nicht mehr Tatsachen und Experten wird geglaubt, sondern Gefühlen und Gerüchten. Die Wahrheit besteht aus Spekulationen anstelle von Fakten. Mit Lügen und Halbwahrheiten versuchten Mächtige schon immer, ihre Herrschaft zu stützen. Die Bevölkerung wurde manipuliert und von Wissen und Verstehen ferngehalten. Die Arbeiterkammer macht mit der Reihe Wissen fürs Leben das Gegenteil. Wir wollen Wissen und Verstehen fördern. Universitätsprofessor Reinhard Haller weist als Psychiater heute in den Vorarlberger Nachrichten darauf hin, dass neben Wissen und Verstehen das beste Mittel gegen Flüchtlingsangst aktive Flüchtlingsarbeit sei, also eigene Begegnungen, eigene Erfahrungen mit Fremden. Die Psychoanalytikerin und Philosophin Julia Kristeva hat schon vor bald 30 Jahren geschrieben, wenn uns das Fremde heimsucht, haben wir die Wahl, uns zu ängstigen oder zu lächeln. Ob wir das eine oder das andere tun, hängt davon ab, wie vertraut wir mit unseren eigenen Gespenstern sind, schrieb Julia Kristeva. In der politisch und medial teils hysterisch aufgeheizten Atmosphäre geht jede Differenzierung verloren und es entsteht ein verhärtetes Entweder-Oder. Entweder wird alles Fremde reflexartig als Gefahr gesehen und abgelehnt, oder alles Fremde wird am anderen Ende des Pols automatisch für gut und schützenswert erklärt, bis hin zum gutmenschlichen Verständnis von Intoleranz und zur Romantisierung der Unterdrückung von Frauen in Form der islamischen Vollverschleierung. Die Schriftstellerin Zoe Jenny hat dies erst vor wenigen Tagen mutig beschrieben in der österreichischen Tageszeitung Der Standard. Durch dieses Entweder-Oder wird der Blick verengt und die eigenen Gespenster wachsen ins Unermessliche. Da möchte man zuerst einmal rufen, cool down,
und dann tut es gut, den Blick, die Perspektive zu weiten und zu fragen, ist es vielleicht möglich, die Pluralität von Lebensformen und Lebenswelten nicht nur als Bedrohung, sondern auch als Gewinn wahrzunehmen? Ist es möglich, in der Vielfalt eine zivilisatorische Errungenschaft zu sehen? Müssten wir uns vielleicht gar nicht so sehr ängstigen und fürchten vor kulturellem Wandel, weil es ihn schon immer gegeben hat, weil er gar nichts Neues ist? Bei der Beantwortung dieser Fragen ist sachliche, nüchterne, differenzierte, wissenschaftliche Information und Aufklärung notwendig und hilfreich. Empirische Kulturwissenschaft beruht auf Fakten, die sorgfältig erhoben und sorgfältig interpretiert werden. Wissenschaft sieht auch die Ambivalenz, das sowohl als auch, und kann damit ein Deutungsangebot liefern, das abkühlt, das entängstigt, das hilft, komplexe Zusammenhänge besser zu verstehen. Der Philosophieprofessor Konrad Paul Liessmann plädiert in diesem Zusammenhang für eine Versachlichung der Debatte durch eine Hysterie-Askese, nennt er das. Und so bin ich auf unseren heutigen Referenten gestoßen, Universitätsprofessor Dr. Timo Heimerdinger. Er ist Professor für europäische Ethnologie an der Universität Innsbruck und leitet dort den Forschungsschwerpunkt kulturelle Begegnungen, kulturelle Konflikte. Lange vor der Flüchtlingskrise hat Timo Heimerdinger begonnen, sich intensiv mit Migration und kulturellem Wandel zu beschäftigen. Er ist also nicht nur auf den Moment fixiert, sondern hat den weiten, den historischen Blick und versteht seine Forschung als Beitrag zu gesellschaftlich relevanten Fragestellungen im kritischen Dialog mit der Öffentlichkeit. Ein Beitrag zu diesem Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit im Sinne einer differenzierten, kritischen und respektvollen Diskussion ist diese Veranstaltung. Lieber Herr Professor Heimerdinger, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie diesen Termin für uns schon lange reserviert haben und dass Sie heute nach Feldkirch gekommen sind. Herzlich willkommen. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Köp, ich danke ganz herzlich für diese freundliche Vorstellung und insgesamt natürlich für die Einladung. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind. Ich bin wirklich sehr beeindruckt von der Größe und der Zuhörerschaft und Ihrem Interesse. Ich danke Ihnen, dass Sie mir Ihre Zeit schenken, mir die Gelegenheit geben, einige Fragen anzusprechen, die mir am Herzen liegen und die ganz grundsätzlichen Charakter haben. Kultureller Wandel durch Zuwanderung, Ängste, Konflikte, Chancen, das ist das Thema des heutigen Abends. Und Herr Köp hat mich im Vorfeld gebeten, einen Grundlagenvortrag zu dieser Thematik zu halten. Ich bin sehr dankbar, einmal die Möglichkeit zu bekommen, Grundlegendes dazu zu sagen. Ganz viele Anfragen, die an uns gerichtet werden, auch in der Wissenschaft, sind, auch wenn sie von Medienvertretern kommen, immer in diesem 2 Minuten 30 Format. Kurze O-Töne, schnell in 3 einfachen Sätzen die Sache auf den Punkt bringen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, das geht in vielen Fällen gar nicht. Und deshalb bin ich wirklich dankbar, dass es heute Abend mal die Möglichkeit gibt, ein bisschen Hintergründe und Begriffsarbeit zu machen. Zuwanderung, Flucht, Migrationsbewegungen, das, was dies für uns in Österreich und für die mitteleuropäischen Gesellschaften kurz- und langfristig bedeutet, überkam ein Thema, Herr Köp hatte schon gesagt, wird derzeit so engagiert, so kontrovers und heftig diskutiert und berichtet. Es wird Wahlkampf damit gemacht, es wird Politik damit gemacht, es wird auch Stimmung damit gemacht. Und jetzt kommt ein europäischer Ethnologe von der Universität Innsbruck und will auch noch was dazu sagen. Ja, und zugleich nein. Ja, denn ich möchte auch etwas dazu sagen, aber ich möchte mich nicht in die tagespolitische Debatte einschalten. Das tun schon viele andere und das können, glaube ich, andere auch besser als ich.
Ich möchte einige grundlegende Dinge sagen, denn darin sehe ich meine Aufgabe als Kulturwissenschaftler nicht, schnellatmig, kurzfristig den Journalistinnen, die ihre Arbeit in vielen Fällen ja sehr gut machen, Konkurrenz machen, sondern ganz bewusst eine gewisse Distanz einnehmen und mit einem tieferen Blick in die Geschichte den Versuch zu unternehmen, erstens das Feld zu ordnen, um was geht es überhaupt, die Begriffe zu klären, was meinen wir eigentlich genau, wenn wir von kulturellem Wandel oder wenn wir von Migration sprechen, und die verschiedenen Perspektiven, die unterschiedliche Beteiligte auf das Geschehen haben, auseinanderzuhalten. Auseinanderhalten und Differenzierung, das sind sowieso gute Stichworte. Nicht alles in einen Topf werfen, nicht alles vermischen oder verwechseln, sondern Unterscheidungen treffen, wo sie nötig und wo sie sinnvoll sind. Und anerkennen, dass es nicht, niemals die eine Wahrheit gibt, sondern dass verschiedene Menschen verschiedene Wahrheiten haben, die allesamt ihre Berechtigung haben und die allesamt auch in dieser Hinsicht zutreffend sind. Selbst dann, wenn sie sich manchmal widersprechen oder zu widersprechen scheinen. Ich möchte Sie also einladen, mit mir in der kommenden Stunde sich die Zeit zu nehmen, grundlegend über einige Begriffe nachzudenken, die hier zentral sind. Die Begriffe Kultur, den Begriff Zuwanderung, eine spezielle Form der gesellschaftlichen Veränderung, der Veränderung der Zusammensetzung der Bevölkerung nämlich, und etwas allgemeiner, den Begriff kultureller Wandel. Ich muss dazu etwas ausholen und ich warne Sie bereits vor, ich muss etwas grundsätzlicher werden, werde zunächst über diese drei Bereiche sprechen und abschließend dann zu der Frage kommen, was dies nun für die aktuellen Debatten bedeutet, welche Ängste, Konflikte und Chancen mit diesen Themen verbunden sind. Beginnen möchte ich also mit dem Begriff Kultur. Einem altbekannten, einem viel strapazierten Schlüsselbegriff in meinem Fach der europäischen Ethnologie, den Kulturwissenschaften insgesamt, auch der öffentlichen Debatte. Dieser Begriff ist ein Chamäleon, schillernd, wandelbar, nicht ganz einfach zu fassen. Dabei scheint er sowohl vertraut und rundum positiv besetzt. Wenn von kulturellem Angebot einer Stadt die Rede ist, dann meint man damit öffentliche Veranstaltungen, die meistens irgendetwas mit Kunst, Unterhaltung oder Freizeitgestaltung zu tun haben, Kino, Theater, Oper, Museen, Ausstellungen, Konzerte natürlich, vielleicht auch noch die Bandbreite an Ausgehmöglichkeiten, Restaurants, Cafés, Geschäfte, vielleicht Sport, Tanz oder sogar Vortragsveranstaltungen wie heute Abend. Kultur ist in diesem Sinne das Schöne, das Wohltuende, das, was das Leben angenehm macht, den Sphären der Bildung, der Freizeit zuzurechnen ist, gewissermaßen das Sahnehäubchen, das Besondere, das irgendwie auch zu den Grundbedürfnissen zählt. Aber das ist ein enger, ein sehr spezieller Kulturbegriff, der ganz in der Nähe des Wissenschafts- oder des Kunstbegriffes angesiedelt ist und der eigentlich nur einen kleinen Teil des menschlichen Schaffens bezeichnet, das eben, was auf den Kulturseiten der Zeitungen, den Feuilletons, erscheint. Wir nennen dies den engen Hochkulturbegriff. In meinem Fach und in weiten Teilen der öffentlichen Debatte geht es allerdings um etwas anderes, wenn von Kultur die Rede ist, nämlich um einen sehr weiten Kulturbegriff, der viel mehr meint als nur die schönen oder zumindest die angenehmen Künste und unterhaltenden Künste. Dieser weite, der ethnografische Kulturbegriff, meint tatsächlich alles das, was das menschliche Leben und Schaffen ausmacht. Die vielen Bereiche des Alltags und des Lebens, die uns so selbstverständlich sind. Die Kleidung, die Sprache, die Umgangsformen, was wir essen, wie wir wohnen oder reisen, was wir glauben, wie wir miteinander kommunizieren und welche Aufkleber die Hecks unserer Autos zieren. Sofern wir überhaupt eines haben. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Das mag uns alles selbstverständlich erscheinen, aber es ist nicht zufällig. Es ist vielmehr bedeutsam, denn wir teilen unseren Mitmenschen durch die vielen Aspekte unseres Lebensstils etwas mit. Es macht einen Unterschied, ob wir Jeans tragen oder Anzüge, ob wir mit dem Fahrrad kommen oder mit einer PS-starken Limousine. Und nicht zuletzt auch, was sich in unseren Kühlschränken und in unseren Pfannen befindet. Steak oder Tofu. Das macht einen Unterschied. Nicht nur im Gaumen, sondern auch darin, was wir über uns selbst mitteilen und wie wir uns selbst verstehen. Die Art und Weise, wie wir leben,
wie wir zusammenleben, was üblich ist, das, was normal ist oder als normal angesehen wird. Und ich setze diesen Begriff normal ganz bewusst in Anführungszeichen. Auch und gerade das ist Kultur, denn es betrifft das Alltagsleben, den Lebensstil größerer Gruppen. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Denn der Begriff normal steht, wie gesagt, in Anführungszeichen. Was heißt normal in diesem Zusammenhang? Normal bedeutet nichts weiter als das, dass es ein bestimmtes Verhalten, etwa, dass man sich zur Begrüßung die Hand gibt, von einer gewissen Gruppe als üblich und selbstverständlich angesehen wird. Zwingend, im Sinne eines Naturgesetzes, ist es natürlich nicht. Es gibt keinen biologischen Zwang, sich die Hand zu geben. Aber es wird als üblich und als ungeschriebene Regel der Höflichkeit betrachtet. Sich den Handschlag zur Begrüßung zu verweigern, das kann als Unhöflichkeit, vielleicht sogar als Affront erscheinen. In bestimmten Gruppen, wohlgemerkt. Denn nicht alle Menschen auf dieser Welt schütteln sich zur Begrüßung die Hand. Und auch nicht alle Menschen in diesem Land. Manche winken sich zu, manche sagen Christi, hallo oder guten Tag, manche umarmen sich, manche küssen sich auf die Wange, manche schlagen sich mit der flachen Hand auf die Schulter oder stoßen die geballten Fäuste aneinander oder deuten mit einem gewissen körperlichen Abstand eine Verbeugung an. All das sind gängige und hier beobachtbare Formen der Begrüßung, die in bestimmten Gruppierungen anerkannt und üblich sind. Und daher können sie als kulturelle Phänomene bezeichnet werden. Als was sonst? All das ist Kultur, menschliche Kultur. Oder soll ich vielleicht lieber sagen, das sind Kulturen, ob Handschlag, Abklatschen oder Verbeugung, das sind eben verschiedene Kulturen im Plural. Ja, das könnte man durchaus sagen, das sind eben verschiedene kulturelle Ausprägungen der sozialen Situation Begrüßung. Und insofern Ausdruck verschiedener Begrüßungskulturen. In der Stadt, auf dem Land, in formellen oder informellen Zusammenhängen zwischen Jugendlichen, Geschäftspartnern oder zwischen gut miteinander befreundeten Personen. Wir könnten also von verschiedenen Begrüßungskulturen sprechen oder vielleicht sogar von unterschiedlichen Formen der Begrüßung in verschiedenen Kulturen. Vielleicht sogar auch das, aber Sie merken, wie vorsichtig ich formuliere, denn hier liegt der zweite Hase im Pfeffer. Kultur. Dieses Wort gibt es nicht nur in der Einzahl, im Singular. Entschuldigung, es gibt es nicht nur in der engen und in der weiten Variante, also Kultur als Hochkultur oder Kultur als Alltagskultur, als breite menschliche Verhaltensformen, sondern Kultur gibt es auch im Singular und Kultur und im Plural, Kulturen. Und dabei einerseits spezifiziert, Nahrungskulturen, Kleidungskulturen, Begrüßungskulturen und andererseits auch unspezifiziert. Kulturen im Sinne von ganzheitlichen Bündeln von Traditionen und Gepflogenheiten. Rund um die Welt und quer durch die Gesellschaften. Unterschiedlich, voneinander abgrenzbar, ähnlich etwa dem Begriff Sprache. Auch diesen gibt es im Singular und im Plural. Sprache einerseits generell als menschliches Vermögen der zum Beispiel verbalen Kommunikation und Sprachen im Plural als Bezeichnung für verschiedene, klar voneinander abgrenzbare Sprachen wie Englisch, Spanisch, Russisch oder Deutsch. Aber ist das bei den sogenannten Kulturen auch so? Sind diese wirklich klar voneinander abgrenzbar und wenn ja, wo verlaufen eigentlich die Grenzen zwischen Kulturen? Regional, etwa zwischen Europa und Afrika, oder regional, diesseits und jenseits des Arlbergs, oder eher ökonomisch, zwischen Arm und Reich, zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden oder bildungsbezogen, zwischen solchen mit höherem Bildungsabschluss und solchen ohne einen solchen oder vielleicht doch eher ganz unabhängig von Staatsgebilden, zwischen Stadt- und Landbewohnern oder vielleicht noch ganz anders, zwischen den Generationen, zwischen Jung und Alt, was die Begrüßungsformen angeht, könnte man zu diesem Schluss vielleicht kommen. All das ist richtig
und es ist doch zugleich irgendwie falsch. Kultur ist kein Sahnehäubchen auf der handfesten Basis menschlicher Existenz. Und Kulturen sind keine verschiedenen Stücke in der breiten Auslage dessen, was die menschliche Weltgemeinschaft so zu bieten hat. Die es dann separat und unabhängig voneinander gäbe. So nach dem Motto, hier die einen, dort die anderen und dazwischen eine klare Unterscheidungslinie. So einfach ist es tatsächlich nicht. Natürlich gibt es kulturelle Unterschiede, das ist offensichtlich, aber diese verlaufen kompliziert und gleichzeitig entlang verschiedener Kategorien und Grenzziehungen. Ich habe einige genannt: Generation, Geschlecht, Bildung und natürlich auch regional. Das eingangs erwähnte kleine Beispiel der verschiedenen Begrüßungsformen macht es deutlich. Und ich habe absichtlich ein solches relativ überschaubares und einfaches, man möchte fast sagen harmloses Beispiel gewählt, weil sich daran exemplarisch Grundsätzliches zeigen lässt. Der Händedruck oder der Handschlag gilt in Europa als verbreitete Form der Begrüßung und der Respektsbekundung unter zwei gleichrangigen Partnern. In Teilen der muslimischen, der jüdischen oder der hinduistischen Welt hingegen gilt der Handschlag zumindest zwischen Mann und Frau, die sich nicht gut kennen, als unüblich oder gar als problematisch, bis hin zu verboten. Soweit so gut. Nur, bei genauerer Betrachtung ist die Sache komplizierter. Denn tatsächlich gilt auch unter christlich geprägten Mitteleuropäern und Mitteleuropäerinnen der Handschlag nicht immer als angebracht oder angezeigt. In manchen Situationen zum Beispiel gilt er als übertrieben formell. Andere Personen vermeiden ihn, denn sie fürchten zum Beispiel, sich jetzt in der Herbstzeit, in der Erkältungszeit anzustecken vielleicht. Und wieder anderen gilt er als altmodisch. Wenn man zum Beispiel als einzelne Person auf eine Gruppe trifft, gilt es als zu aufwendig oder zu umständlich, jedem die Hand zu geben. Da wird dann lieber die Hand gehoben und kurz pauschal in die Runde gewunken. Manchmal jedoch ist der Handschlag unbedingt angezeigt. Eine Verweigerung des Handschlags wird als bedeutungsschweres Zeichen, gar als Affront aufgefasst. Das jüngste oder das vorletzte Fernsehduell zwischen den beiden kandidierenden Personen für das amerikanische Präsidentenamt beispielsweise ist hierfür ein plastisches Beispiel, wenn auch kein europäisches. Die Lage ist also komplex. Wir sprechen deshalb in unserer Wissenschaft nur ungern von Kulturen im Plural. Diese Rede führt nur allzu leicht zu der irrigen Annahme, es gäbe so etwas wie klar voneinander unterscheidbare, feststehende, stabile und in sich selbst homogene Kulturen. Wir sprechen viel lieber von kulturellen Codes oder kulturellen Regeln. Das ist differenzierter, das ist flexibler. Kulturelle Kompetenz meint dann eben nicht immer oder nie die Hände zu schütteln, sondern viel genauer differenziert die Situation einschätzen und handhaben zu können. Wann ist der Händedruck angezeigt, wann nicht und aus welchem Grund? Und welche angemessenen Alternativen habe ich bei der Begrüßung? Kopfnicken, Handheben, Umarmung, Küsschen oder sogar die angedeutete Verbeugung? Die Liste lässt sich fortsetzen. Wichtig ist dabei, das angemessene Verhalten in der jeweiligen Situation hat vielleicht auch manchmal mit ethnischen oder mit religiösen Fragen zu tun. Viel häufiger jedoch hat es mit Fragen der sozialen Situation zu tun. Komme ich zum Bäcker oder zu meinem Vorgesetzten? Mit Fragen des Alters. Begrüße ich ein Kind, einen Jugendlichen oder einen Erwachsenen? Mit Fragen der persönlichen Nähe. Begrüße ich einen Freund oder einen Fremden? Mit Fragen des sozialen Bezugssystems. Bin ich auf dem Dorf oder bin ich in der Stadt? All das sind Fragen der Kultur bzw. des Kulturellen, die auch in kleinen Räumen sehr differenziert zu sehen sind. Eine einfache Unterteilung der Welt in hier und dort, in eigen und fremd, in wir oder die anderen Griffe zu kurz. Viel zu kurz. Und dazu kommt noch, das Ganze ist überhaupt nicht in Stein gemeißelt. Es ist historisch in Veränderung und im Fluss. Der Handschlag als Begrüßungsform hatte vor 50 Jahren noch einen anderen Stellenwert als heute. Und in 50 Jahren wird es wieder anders sein. Hierfür sind ganz viele Faktoren maßgeblich. Migrationsbewegungen sind nur einer dieser Faktoren. Ich werde gleich darauf noch
zu sprechen kommen. Wie also, so lautet meine generellere Frage, wie kann man angemessen über Kultur, über kulturelle Phänomene, über kulturelle Vielfalt und kulturellen Wandel sprechen? Zunächst einmal, Kultur fällt nicht vom Himmel und sie war auch nicht schon immer so, wie sie jetzt ist, sondern sie ist menschengemacht, sie ist wandelbar, sie ist vielfältig und dynamisch, sie ist teilweise sogar widersprüchlich. Kultur können wir fassen als ein Bündel von Vereinbarungen, Regeln und Gewohnheiten, als von den Menschen selbst gesponnenes Bedeutungsgewebe, wie es der amerikanische Ethnologe Clifford Geertz in Anlehnung an den Soziologen Max Weber einmal bestimmt hat. Darum geht es sehr oft. Welche Bedeutung wird den Dingen und den Handlungen von uns Menschen zugeschrieben? Der Handschlag, ist er ein formaler Akt der Höflichkeit, eine Geste des Vertrauens, des Geschäftsschlusses oder der Anerkennung, oder aber ist er eine unerträgliche Formalie, eine Zudringlichkeit oder ein ansteckungsträchtiges Risikoverhalten? All das sind mögliche Interpretationen je nach Situation und Lage. Es kommt darauf an, im richtigen Moment die richtige Einschätzung zu haben. Kein einfaches Unterfangen. Gestern nicht, heute nicht und künftig wahrscheinlich auch nicht. An Fragen der Höflichkeit und des Grußes ist das noch recht übersichtlich und sozusagen überschaubar in seinem Risiko. Doch ist offensichtlich, dass diese Brisanz beliebige Steigerungen erfahren kann, wenn es um Fragen von noch viel größerer Tragweite wie Religion, Anstand, Gerechtigkeit, das Geschlechterverhältnis, Sexualität oder Macht geht. Kultur, auch und gerade die im Singular, ist und war noch nie eindeutig oder stabil. Kultur ist in vielerlei Hinsicht ein Sowohl-als-auch-Phänomen. Das macht sie aus. Das Bündel an kulturellen Regeln und Bedeutungen, das unsere Welt und unseren Alltag strukturiert, ist zwar vielgestaltig, aber es ist nicht beliebig. Das ist das Merkwürdige. Es ist eine breite Bandbreite an Möglichkeiten, aber es gibt auch Grenzen. Es ist relativ verbindlich, aber es ist nicht starr. Die gilt die Regel, dass der Handschlag als Höflichkeit gilt, aber sie kann eben auch punktuell außer Kraft gesetzt werden. Sie verändert sich, die Kultur, mit der Zeit, aber langsam und nicht so auf Zuruf, ad hoc. Sie verändert sich vor allen Dingen nicht, wenn eine Person das will, sondern ein Kollektiv verändert sich langsam. Die Regeln sind durchaus gültig, aber eben nicht ausnahmslos und nicht immer in jeder Situation. Kultur ist eben ein Chamäleon. Zu schillernd und zu wandelbar, als dass es sich in Schubladen pressen ließe. Auch und deshalb, weil es dem Wandel unterworfen ist. Und zwar, dem Wandel ist es unterworfen, solange unsere Quellen zurückreichen. Stabilität, Stillstand, aus kulturwissenschaftlicher Perspektive gibt es sowas gar nicht. Die Menschen mögen sich über den gesellschaftlichen Wandel wundern oder sorgen. Sie mögen sich vielleicht auch nach stabileren oder überschaubareren Zeiten zurücksehnen. Aus kulturhistorischer Perspektive können wir nicht bestätigen, dass es solche Urzustände jemals gegeben haben könnte. Das einzig Beständige ist tatsächlich nur der Wandel. Die Bewegung ist der Normalfall. Ich komme damit zu meinem nächsten Abschnitt und einem speziellen Fall der Veränderung, nämlich dem der Zusammensetzung der Bevölkerung, Migration und Zuwanderung. Wenn ich über das Thema Migration sprechen möchte, dann weiß ich eigentlich gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Denn nach all dem, was wir von Archäologen und Althistorikern wissen, zieht sich das Thema der Mobilität und der Wanderungsbewegungen wie ein roter Faden durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Der Mensch ist ein Migrationswesen und Mobilität im Großen wie im Kleinen ist von der Entstehung des Homo sapiens über die Antike und das Mittelalter bis zur Neuzeit mehr der Regelfall als die Ausnahme. Ob es nun um die frühe Ausbreitung des Menschen von Afrika ausgeht oder um die langen Auseinandersetzungen zwischen dem Imperium Romanum und den Persern samt allen Flucht- und Wanderungsbewegungen in der Spätantike, oder ob es um mittelalterliche Wanderungsbewegungen aus dem Heiligen Römischen Reich nach Nordosten ins heutige Baltikum geht. Auch große Menschengruppen waren in der Geschichte fast durchgehend und immer wieder in Bewegung.
Die Gründe hierfür lagen wie heute in Hunger, Krieg oder Naturkatastrophen. In der langen historischen Perspektive betrachtet ist die gegenwärtige Situation also wahrlich keine Ausnahme. Und doch muss man natürlich klar sehen, dass jede historische Situation spezifisch und anders ist und sich nicht so einfach mit anderen Phasen der Geschichte gleichsetzen oder auch vergleichen lässt. Das möchte ich hier auch nicht tun. Aber ich möchte zunächst einmal festhalten, dass die immer wieder transportierte Auffassung im sogenannten Frühjahr, wann auch immer dieses Frühjahr genau gewesen sein mag, in diesem Frühjahr sei alles eher statisch und stabil gewesen, während sich die moderne Welt und die spätmoderne Gegenwart durch Bewegung, durch Turbulenz und Unordnung auszeichnen. Diese Auffassung ist in dieser Form einfach falsch und nicht haltbar. Die Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte der Bewegung und der ständigen Neuordnung, der Wanderung und der Begegnung mit allen Wirkungen und Nebenwirkungen. Unsere heutige Wahrnehmung ist vielfach von einem Geschichtsbild bestimmt, das im Wesentlichen die letzten 150 bis 200 Jahre umfasst und die in dieser Zeit entstandenen Nationalstaaten im Blick hat in Europa. Die Nationalstaaten mit ihrer impliziten Vorstellung von einer sprachlich, ethnisch und kulturell homogenen Bevölkerung. Diese Vorstellung wird da zum Bezugspunkt und zum Ausgangspunkt gemacht. Dieses Denken in Nationalstaaten als Ordnungssystem nicht nur der politischen Kräfteverhältnisse, sondern eben auch der Bevölkerungen, die dort leben. Sie merken vielleicht, ich vermeide ganz bewusst das Wort Volk, ich spreche von Bevölkerungen. Dieses Denken im System der Nationalstaaten also ist einerseits prägend und führt andererseits gleichzeitig und mehrfach in die Irre. Erstens führt es deshalb in die Irre, weil es die lange Vorgeschichte ausblendet, wo es keine Nationalstaaten gab. Zweitens, weil es den Umstand ausblendet, dass auch die Nationalstaaten und ihre Vorläufer keineswegs homogene Gebilde waren und sind. Gerade Österreich mit seiner komplexen und multiethnischen Geschichte kann hier als ein Beispiel dienen. Und drittens führt es in die Irre, weil dieses Geschichtsbild dazu verleiten kann, zu übersehen, dass auch unter den Bedingungen der nationalstaatlichen Organisation Europas Migrationsbewegungen durchaus häufig und auch an der Tagesordnung waren, wenn auch natürlich mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen und Akzentsetzungen. Auch da gilt es genau hinzuschauen. Ich nenne Ihnen einige wenige Beispiele. Im 19. Jahrhundert wanderten über 5 Millionen Deutsche nach Amerika aus, getrieben von Hunger und Armut. Sie waren, wenn man so will, Wirtschaftsflüchtlinge auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen. Auch die Schwabenkinder, 6000 Fälle derartiger minderjähriger saisonaler Arbeitsmigranten und Migrantinnen sind dokumentiert. Auch sie waren durch wirtschaftliche Not getrieben. Dann gab es im 20. Jahrhundert mit seinen Kriegen und mit seinen ideologischen Katastrophen natürlich auch viele politisch verursachte Flucht- und Wanderungsbewegungen. Viele gingen ins Exil, flohen vor der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft nach Übersee. Andererseits wurde im Zuge des Zweiten Weltkrieges auch wurden viele deutschsprachige Menschen aus Nord- bzw. Osteuropa nach Westen vertrieben. Und nach dem Krieg gab es im Zug des Wirtschaftsaufschwunges ein großes Programm der Anwerbung von Arbeitskräften, sogenannten Gastarbeitern aus Südeuropa nach Mitteleuropa, insbesondere nach Deutschland. Gedacht war zunächst an befristete Arbeitsaufenthalte. De facto hat sich das Geschehen zu einer dauerhaften Migration entwickelt. Viele Menschen blieben mit ihren Familien auch entgegen der ursprünglichen Planungen da. Ihre Nachkommen sind heute vielfach selbstverständliche Mitglieder der mitteleuropäischen Gesellschaften, betreiben Firmen oder sitzen als gewählte Vertreter oder Vertreterinnen in Parlamenten. Sie sind teilweise besser integriert im Sinne von etabliert und ökonomisch erfolgreich als manche der sogenannten Aussiedler bzw. Spätaussiedler aus Osteuropa, die seit ca. 1950 nach Deutschland kamen, die die Sprache beherrschten und doch aus unterschiedlichen Gründen Schwierigkeiten hatten, gesellschaftlich Fuß zu fassen. Diese Reihe an Beispielen, an je unterschiedlichen Beispielen, ließe sich beliebig fortsetzen. Was ich damit sagen will, ist Folgendes.
Migration und Wanderung, wohin man sieht, in hohem Maß, in unterschiedliche Richtungen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die Fälle sind jeweils unterschiedlich gelagert, sowohl was die Motive, die Hintergründe, die Formen, die Modalitäten angeht. Dauerhaft oder temporär, freiwillig oder unfreiwillig. Diese Unterscheidung ist manchmal gar nicht so einfach zu treffen. Mit Überwindung oder ohne Überwindung einer Sprachgrenze. All das macht einen Unterschied und deshalb sind diese Phänomene auch gar nicht so einfach miteinander vergleichbar. Natürlich ist es etwas anderes, ob Menschen, die die deutsche Sprache beherrschen, im Krieg vertrieben werden oder ob Menschen, welche die deutsche Sprache zunächst nicht beherrschen, gezielt als Arbeitskräfte angeworben werden oder aber ob Menschen heute vor afrikanischen Bürgerkriegen oder russischen Bomben nach Europa fliehen, ohne Geld und Habe, ohne Sprachkenntnisse, aber digital sehr gut vernetzt. Ganz unabhängig von allen moralischen, von allen rechtlichen, von allen ethischen, politischen Fragen der Bewertung, all das macht natürlich auch kulturell einen Unterschied und ist im Detail immer neu zu bedenken. Ist wichtig für die Frage, welche Prognose diese Menschen hier erwartet, was sie brauchen, welchen Status sie erlangen können und was das sowohl für die Zielländer als auch für die Herkunftsländer bedeutet. Denn natürlich werden Migrantinnen und Migranten zu kulturellen Mitspielern in den Ländern, in denen sie landen. Sei es als illegale Flüchtlinge, als Einwanderer, als anerkannte Asylantinnen. Ich sage das ganz bewusst, sie werden unweigerlich zu Mitspielerinnen und Mitspielern, zu Faktoren im sowieso schon komplexen Gewebe der kulturellen Prozesse. Und in diesem Sinne, als Partizipierende am gesellschaftlichen Prozess sind sie natürlich auch an dem permanenten Wandel beteiligt, in dem alle unsere Gesellschaften seit jeher stehen. Ich komme damit zu meinem dritten Abschnitt, Wandel und Kontinuität in der Kultur. Auch hier zeigt sich, das wird Sie jetzt wenig überraschen, dass die Lage etwas verwickelt ist. Wenn ich vorher Flexibilität und Veränderung als roten Faden der Menschheitsgeschichte hervorgehoben habe. Und wenn ich somit das hohe Lied des Pantarei, des Antiken, alles fließt, gesungen habe, so mag das zwar zutreffen, aber es ist doch nur die halbe Wahrheit. Klar, beständig ist nur der Wandel, aber natürlich gibt es auch Momente der Beharrung, der Festigkeit, der Kontinuität. Nicht alles ist ständig, überall und immer in Veränderung. Es gibt ein menschliches Bedürfnis nach Stabilität, nach Vorhersehbarkeit, nach Verlässlichkeit und Konstanz. Und dieses Bedürfnis ist auch kulturell wirksam. Etwa in der Pflege oder auch in der Wiederaufnahme von Traditionen, manchmal auch in der Neugründung von Traditionen. Wir sprechen dabei in den Kulturwissenschaften auch von der Erfindung von Traditionen. Und wir meinen damit das Phänomen, dass kulturelle Erscheinungen für sehr viel älter gehalten werden, als sie tatsächlich sind. Viele sogenannte volkskulturelle Phänomene, wie etwa Trachten, wie Volkslieder, Märchen oder Bräuche, gehören in diese Kategorie. Sie sind in sehr vielen Fällen in der heute bekannten Form erst im Lauf des 19. Jahrhunderts entstanden. Sie wurden also geschaffen. Sie werden aber als uralt angenommen, was historisch so nicht belegbar ist und was daher eher dem menschlichen Bedürfnis nach dem Glauben an Kontinuität und nach Stabilität und Verlässlichkeit entspringt, als eine kulturhistorische Tatsache zu sein. Gleichwohl kennen wir natürlich Momente der Beharrung, aber es kommt auch hier darauf an, genau hinzuschauen und zu unterscheiden, worauf sich dieses Beharrungsmoment im Einzelfall bezieht. Und auch da gibt es wieder ganz verschiedene Varianten. Lassen wir einmal die eben angeschnittene Frage des vermeintlichen oder tatsächlichen Alters von kulturellen Phänomenen beiseite und beziehen uns auf die jüngere Vergangenheit. Auch diese ist schon kompliziert genug. Hilfreich ist es, sich bei der Frage nach Kontinuität und Wandel gezielt an den unterschiedlichen Aspekten kultureller Phänomene zu orientieren, die entweder wandelbar oder beständig sein können. Das sind die vier Aspekte der sozialen Akteure, also die handelnden Menschen, die Sache selbst, um die es geht, die soziale Funktion oder der Raum. Selten ändern sich alle vier Bereiche gleichzeitig, selten bleiben alle vier Bereiche konstant. Kontinuität und Wandel
beziehen sich in der Regel nur auf einzelne oder einige dieser Aspekte. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Ich nenne ein Beispiel aus dem Bereich der Nahrungskultur. Das Kaffee trinken zum Beispiel. Früher war Kaffee ein teures Luxusgut, das man sich nicht täglich leisten konnte und das besonderen Anlässen vorbehalten war. Heute ist Kaffee ein Alltagsgetränk. Günstig und für eigentlich alle fast ständig verfügbar. Es mag schon sein, dass wohlhabende Bürger auch in den frühen 1950er Jahren zumindest sonntags Bohnenkaffee getrunken haben und sie dies auch heute noch tun. Doch es ist nicht dasselbe. War es früher etwas Besonderes, so ist es heute eine ganz gewöhnliche Sache. Alltag sozusagen, denn Kaffee trinken eben alle und jeden Tag. Wer will hier von Kontinuität sprechen? Das Kaffeetrinken am Sonntag als Handlung mag zwar konstant sein, aber seinen Charakter hat es völlig verändert. Der Wandel findet also auf der funktionalen Ebene statt. Anders gelagert etwa ist der Fall im Bereich der, nehmen wir ein anderes Beispiel, der Kommunikations- und Spielkultur bei Jugendlichen. Bis vor einigen Jahrzehnten mögen sie zum Beispiel Fußball oder Karten gespielt haben, während sie heute im digitalen Raum miteinander chatten oder interaktive Computerspiele spielen. Eine gänzlich andere Beschäftigung mit gänzlich anderen Voraussetzungen, einer anderen Technik, anderen Inhalten, anderer Körperbewegung. Alles anders? Nein, nicht alles. Denn trotz der vielfältigen Veränderungen ist die Funktion dieser Spiele, die Gruppenbildung, die Vergemeinschaftung im Spiel doch in gewisser Weise dieselbe geblieben. Der Wandel betrifft hier also die Sachebene, die Funktion bleibt gleich oder zumindest ähnlich. Was ich damit sagen will, Kontinuität und Wandel sind in aller Regel komplex miteinander verschränkt, hängen auf eine Art und Weise zusammen, die sich auf den ersten Blick gar nicht so einfach entschlüsseln lässt. Was auf den ersten Blick nach Stabilität und Kontinuität aussieht, mag einen beträchtlichen Wandel in funktionaler oder sozialer Hinsicht hinter sich haben, das Beispiel Kaffee. Oder aber das, was heute völlig anders daherkommt als früher, die Spiele von Jugendlichen, erfüllen doch einen ähnlichen Zweck. Insofern greift auch die pauschale Rede von Wandel und Kontinuität viel zu kurz. Wenn wir von Wandel oder Stabilität sprechen, dann lässt sich dies nie allgemein oder global tun. Auch hier tut eine sorgfältige Differenzierung Not. Worauf beziehen wir uns genau in unseren Beobachtungen? Auf die Sache, die handelnden Personen, den Kontext, den Ort, die Funktion? Wenn wir das genauer bestimmen, dann wird der Blick schon klarer, denn sowohl Wandel als auch Kontinuität gibt es in der Regel nur partiell oder in gewisser Hinsicht. Eines jedoch ist immer und immer wieder zu beobachten. Die tief sitzende menschliche Sorge vor Veränderung und Wandel. Die Befürchtung, das Neue könnte eine Gefahr darstellen. Dabei sind Hybridbildungen, also die Herausbildung von neuen Phänomenen aus der Neukombination zunächst unterschiedlicher, bereits vorfindlicher Dinge, eher der Regelfall im Kulturprozess. Sie sind mit Prozessen der Begegnung und der Verschmelzung verbunden. Viele Beispiele lassen sich dafür nennen. Die Jazzmusik zum Beispiel, als Resultat der Begegnung europäischer und afrikanischer Musiktraditionen in Nordamerika. Oder zum Beispiel die Aufbackpizza in Tiefkühlregalen nördlich der Alpen. Oder die Jeanshose. Ja, vielleicht sogar auch das Land Vorarlberg mit seiner wechselvollen Geschichte zwischen alemannischem, bayerischem, habsburgerischem Einfluss. All das sind völlig geläufige, als normal, gewöhnlich, alltäglich wahrgenommene Kulturphänomene und sie sind Hybridbildungen, die eine Geschichte der Fremdbegegnung hinter sich haben. Sie sind auch als Resultate von Migrations- und Wanderungsprozessen zu verstehen. Die spannungsvoll kreative Auseinandersetzung mit dem zunächst Fremden, seine Aufnahme, seine Transformation, seine Aneignung, das ist fast schon ein menschlich-kulturelles Grundprinzip und ist auf unterschiedlichsten Ebenen in Geschichte und Gegenwart zu beobachten. Die Welt ist ohne Migration und Wandel gar nicht zu denken und zu verstehen. Wer etwas tatsächlich Stabiles oder etwas Unverändertes sucht,
gar ein Beispiel für umfassende sogenannte Ursprünglichkeit nennen möchte, der wird, so fürchte ich und so wage ich auch zu prognostizieren, der wird lange suchen müssen und am Ende wahrscheinlich kaum fündig werden. So, ich danke Ihnen, dass Sie mir bis hierher gefolgt sind. Nach diesem weiten Rundgang durch einige kulturwissenschaftliche Begriffe und meiner Betonung der Vielschichtigkeit, der Mehrdeutigkeit, der Wandelbarkeit der Welt, können Sie mich natürlich fragen, was ich damit eigentlich sagen will. Was das mit dem heutigen Thema kultureller Wandel durch Zuwanderung eigentlich zu tun hat und ob es mir nicht einfach nur um Relativierung gehe. Nein, das geht es mir nicht. Relativierung ist kein Selbstzweck. Aber der relativierende Blick ist ein notwendiges Mittel, um zu der immer wieder auftauchenden Vorstellung Abstand zu gewinnen. Es gäbe so etwas wie ein festes, ursprüngliches Eigenes auf der einen Seite und ein dieses eigene, veränderndes oder bedrohendes Fremdes auf der anderen Seite. Diese Vorstellung, dass es da so zwei grundlegend voneinander zu unterscheidende Kategorien von Eigen und Fremd gibt, die taucht eben immer wieder auf. Und deshalb habe ich auch so weit ausgeholt, um deutlich zu machen, wie problematisch diese Unterscheidung schon vom Ansatz her ist. Denn so einfach ist es nicht. Vieles von dem, was wir als sogenanntes Eigenes wahrnehmen, ist aus der Nähe und historisch betrachtet aus der früheren Begegnung mit dem Fremden hervorgegangen. Kulturelle Urzustände, auf die wir uns fix beziehen könnten, die gibt es nicht und die gab es auch noch nie. Und damit ist auch gleichzeitig klar, dass es einen permanenten Wandel gibt, ganz unabhängig von Zuwanderung. Es gibt einen technischen Wandel, einen sozialen Wandel, einen ökonomischen, einen politischen Wandel. Alles das sind Teilaspekte des kulturellen Wandels und er findet sowieso statt. Und natürlich gibt es auch Aspekte oder Phänomene des Wandels, die mit Migration und Zuwanderung in Verbindung stehen. Und auf diese möchte ich mich jetzt im letzten Teil meines Referats konzentrieren. Welche Phänomene sind dies nun, über die wir sprechen? Phänomene des Wandels, die in engem Zusammenhang mit Migration stehen. Auch hier ist das Spektrum denkbar breit. Die unübersehbare Internationalisierung der Küche in den letzten Jahrzehnten beispielsweise, insbesondere was das gastronomische Angebot angeht, steht sicherlich sowohl mit der Arbeitsmigration des 20. Jahrhunderts als auch dem aufblühenden Massentourismus in Verbindung. Auch in kleineren Orten sind italienische oder asiatische Restaurants oder Kebabbuden mittlerweile eher die Regel als die Ausnahme. Das ist ein offensichtlicher und vergleichsweise unverfänglicher Bereich. Der sichtbare Ausdruck der ethnischen und kulturellen Pluralisierung unserer Gesellschaften. Die Buntheit hat allerdings insgesamt im öffentlichen Raum zugenommen. Hinsichtlich der Hautfarben, hinsichtlich der Kleidungsgewohnheiten und natürlich auch hinsichtlich der Sprachen. Oft unterhalten sich Personen im Bus direkt neben mir in einer anderen als der deutschen Sprache, die ich oft nicht verstehe und die ich sogar nicht einmal identifizieren kann. In Nachbarschaften, in Arbeitskollegien, in Vereinen, in Kindergärten und Schulen hat die Vielfalt zugenommen. Wir haben tagtäglich mehr oder weniger mit Menschen aus anderen Ländern oder anderen Gegenden zu tun. Ich sage ganz bewusst mehr oder weniger, denn die Frage, ob sich auch nähere persönliche Verbindungen, gar Freundschaften ergeben oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Hier liegen die Dinge anders, das hängt sehr stark von einzelnen Personen ab. In der Schule gab es bis vor einigen Jahren oder Jahrzehnten hauptsächlich katholischen Religionsunterricht, teilweise auch evangelischen und eben Ethik. Die Vielfalt hat auch hier, zumindest in den Städten, stark zugenommen. Vielfältiger konfessioneller Religionsunterricht ist immer mehr zum Normalfall geworden. Das erzeugt für die Schulen zwar organisatorische Herausforderungen, die sie mehr oder weniger gut und auch mehr oder weniger bereitwillig bewältigen. In Innsbruck ist das zum Beispiel sehr deutlich zu beobachten. Doch für die Schülerinnen und die Schüler stellt sich neben der Möglichkeit, in der eigenen Tradition unterrichtet zu werden, auch die selbstverständliche Normalität her, dass es eben viele Glaubensrichtungen gibt,
die alle ihren Platz haben. Entlang genau dieser Frage, ob und welchen Platz alle haben sollen, entspinnen sich natürlich oft auch kontroverse Diskussionen. Nicht nur in religiösen Dingen werden bisweilen Haltungen sichtbar, die ein Primat des vermeintlich Angestammten vor dem Fremden fordern, so etwa auch in ökonomischen Zusammenhängen. Immer wieder wird zum Beispiel in Tiroler Medien die Empörung deutlich, die anschwillt, wenn zum Beispiel im Ötztal wieder einmal ein russischer Investor ein ehemals in Tiroler Besitz befindliches Hotel gekauft hat. Wieso eigentlich? Nicht nur die Menschen sind mobil, auch das Kapital ist mobil. Aber das nur nebenbei. Zurück zur Frage der Konfessionalität. Hier steht mir ein plastisches, ein selbsterlebtes Beispiel aus einer deutschen Großstadt vor Augen, wo sich eine öffentliche Kindertagesstätte, in der Kinder aus über 20 Nationen betreut wurden, dazu entschlossen hat, die gemeinsamen Feste künftig nicht mehr am christlichen Kirchenjahr auszurichten, sondern in einer allgemeineren, konfessionell ungebundenen Form zu praktizieren, angelehnt an die sogenannte kosmische Erziehung der italienischen Pädagogin Maria Montessori. Feste werden demnach entlang des Laufs der Jahreszeiten und der astronomisch bestimmten Termine wie Sommer- oder Wintersonnenwende gefeiert. Statt St. Martin beispielsweise gab es ein Lichterfest. Was ist dies nun? Ein Verlust? Manche mögen dies so sehen. Doch dabei bleibt festzuhalten, dass die Säkularisierung und das Schwinden des Interesses am kirchlich oder religiös inspirierten Festkalender auch ganz unabhängig von Fragen der Zuwanderung seit vielen Jahren zu beobachten ist. Die Kirchen schrumpfen sowieso beträchtlich. Man kann die Erziehung der Kinder in öffentlichen Betreuungseinrichtungen in einem multireligiösen Kontext mit Festformen, die offen sind für viele Traditionen und keine hier bevorzugen oder diskriminieren, auch als eine Bereicherung und nicht als einen Verlust betrachten. Ein Schritt in Richtung Weltoffenheit und menschlichem Gemeinsinn. Ein Schritt, der gemeinsame Feiern ganz unabhängig von religiösen Prägungen unkompliziert ermöglicht. Und die freie Religionsausübung im privaten Rahmen bleibt davon ja gänzlich unangetastet. Die Frage ist, wie die Ursachen für solch eine Entwicklung begriffen werden. Wird das auf eine Pluralisierung und multiethnische Gesellschaft zurückgeführt? Oder wird eher gesehen, dass es insgesamt einen Säkularisierungsprozess gibt, der sozusagen zu einer Entkirchlichung dieses Festkalenders führt. Für beide Aspekte gibt es Argumente. Vielleicht verstärken sie sich auch teilweise gegenseitig. Es kommt darauf an, zu beachten, dass es auch eine Wahrnehmungsfrage ist. Im öffentlichen Raum gibt es eine Zunahme an Vielfalt, an Hybriden, an Neuschöpfungen, eine Infragestellung von Eindeutigkeit. Ende Dezember Weihnachten zu feiern, ist eine, aber eben nur noch eine von mehreren Möglichkeiten. Muss das ein Problem sein? Es ist ganz wesentlich eine Frage der Perspektive, wie sich die Menschen zu diesem Wandel stellen. Er findet jedenfalls ganz sicherlich statt. Das Neue oder Fremde birgt immer beide Aspekte. Den Reiz des Unbekannten und die Verunsicherung durch das Unbekannte. Doch die Bewertung liegt bei uns. Es ist in unserer Hand, dies eher als ein Gewinn oder Verlust, als Bereicherung oder Gefahr zu verstehen. Hilfreich ist es in jedem Fall, und das ist eigentlich das Hauptanliegen meines Vortrages heute, zu differenzieren und genau hinzuschauen, bevor eine solche Bewertung erfolgt, sich in jedem Fall vor Pauschalisierungen und vorschnellen Urteilen zu hüten. Diese halten einer historisch informierten und einer im Detail präzisen Betrachtung nicht stand. Damit Sie mich bitte nicht falsch verstehen, es geht mir hier nicht um allseitige Relativierungen und eine Trübung des Blicks. Natürlich
kann sprunghafte Zuwanderung und ein schlechter oder ausbleibender gesellschaftlicher Umgang hiermit zu kurzfristigen, aber auch zu langfristigen Problemen führen. Wir sehen das zum Beispiel sehr deutlich in Frankreich, wo sich in manchen Vorstädten segregierte Ghettos der Perspektivlosigkeit gebildet haben. Armut, Kriminalität, Gewalt sind die schrecklichen Folgen, die nicht zu übersehen sind. Aber die Frage des kulturellen Wandels steht nicht im Zentrum der Problematik. Da geht es um Kriminalität oder um soziale Ausgrenzung. Das hat nichts in erster Linie mit kulturellem Wandel zu tun, denn dieser findet sowieso statt, auch ohne Zuwanderung. Teilweise gewünscht und begrüßt, teilweise verschmäht und bedauert. Und da, wo er mit Zuwanderung in Verbindung steht, betrifft er ganz, ganz unterschiedliche Phänomene. Die Zunahme an Lebensstilen, kulturelle Pluralität, wenn man so will, die Buntheit unserer Gesellschaft ist ja kein Problem an sich und in vielen Fällen sogar gewollt und gewünscht. Andererseits ist klar, dass bestimmte lang und mühsam erkämpfte Errungenschaften, wie etwa die Gleichberechtigung der Geschlechter, die sexuelle Selbstbestimmung des Menschen oder die Gewaltfreiheit in der Kindererziehung, zumindest als Norm und Ideal, dass diese Errungenschaften auf keinen Fall zur Diskussion gestellt werden können, für niemanden. Egal, woher er oder sie kommt und mit welchen Gepflogenheiten, Usancen und Umgangsformen er oder sie dort konfrontiert gewesen sein mag. Das muss ganz klar sein. Aber das sind eben unterschiedliche Dinge, ob wir von Kriminalität sprechen oder von kulturellen Missverständen, von religiös unterlegten Konflikten oder von Fragen der Geschlechterrollen, die ja auch in vermeintlich homogenen Gruppen kontrovers diskutiert werden. Milieufragen sind hier oft viel entscheidender als ethnische Fragen. Unsere Aufgabe als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und auch als Bürgerinnen und Bürger kann und muss es sein, genau hinzuschauen, zu differenzieren und die Unterschiede zu erkennen und zu benennen. Mit Pauschalisierungen, mit groben Vereinfachungen und mit dem hemmungslosen Vergleichen von Äpfeln mit Birnen wird derzeit viel Stimmung gemacht. Ängste und schlechte Stimmung. Es wird Wahlkampf betrieben und es werden auch politische Weichen gestellt. In vielen Ländern Mitteleuropas, aber auch jenseits des Atlantik. Achselzuckend bekunden Politiker und Politikerinnen immer wieder in Zeiten des Wahlkampfes, seien Zuspitzungen eben leider nötig und unumgänglich. Ich hoffe und ich glaube, dass es auch noch etwas anderes gibt als Vereinfachungen und Zuspitzungen, nämlich den Wunsch nach einer ausgewogenen und nach einer differenzierten Betrachtung ohne angstgeleitete vorschnelle Urteile, ohne Pauschalisierungen. Wir sollten möglichst genau hinschauen. Ich bin fest davon überzeugt, dass dies immer mit einem sorgfältigen Sprachgebrauch beginnt. Was meinen wir eigentlich genau, wenn wir von Kultur oder Migration sprechen? Wenn wir uns zunächst darüber Gedanken machen, was unsere Sprache bedeutet und darüber verständigen, was wir meinen, dann passieren viele Missverständnisse schon mal nicht. Das brauchen wir viel mehr als den schnellen Rundumschlag oder eine diffuse Angst, die sich kurioserweise in vielen Fällen gerade dort gegen das Fremde und die Fremden richtet, wo sie gar nicht so stark präsent sind und wo sie deshalb eigentlich auch gar nicht so präzise wahrgenommen werden können. Gestatten Sie mir deshalb zum Abschluss doch noch eine ins Politische gehende Bemerkung. Unwissen und die mediale Gerüchteküche sind ein giftiger Nährboden für Verzerrungen und Verkürzungen. Die österreichische Landkarte ist vor allem in manchen ländlichen Gegenden derzeit besonders blau. Populismus kann nicht mit Populismus beantwortet werden, sondern nur mit Sorgfalt und mit Differenzierung. Mit dem abgewogenen, informierten Argument, das die Mühen des Nachdenkens und der Genauigkeit und den Blick in die Geschichte nicht scheut. Ich danke Ihnen, dass Sie sich mit Ihrer Aufmerksamkeit heute Abend dieser Aufgabe gestellt haben. Vielen Dank.